Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Ich könnte mich einfach in meiner Wohnung einschließen und die Songs rechtzeitig für Cringe raushauen. Aber so eine Isolation ist nicht gut. In einer Pause habe ich gelesen, wie Geselligkeit die gesamte... Danke für das Geld. ...verbessert. Vor allem das Begriffsverbot. Einsatzteam haben Meldungen zu einem Kriminellen am angegebenen Standort. ...Songs in zwei Tagen geschrieben hatte, die eigentlich immer nur der gleiche Song waren. Also hey, da bin ich wieder. Oh, das muss ich einfach jetzt sehen. Wow. Was ist da los? Na, wie geil. Hey, Sie. Keine Bewegung. Ich bleib. Was? Mann, Idiot. Was zum Teufel? Wir nehmen Sie mit auf die Wir Wasser. Sind hier cool. Scheiße. Mann, hey, ich habe Geld. Lassen Sie uns reden. Blockiert. Wie geil. Scheiße, Mann. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Was? Nein, oh, keine Ahnung. Ai, ai, ai. Nein, du Scherz. O que está acontecendo? Oh Gott, ist das geil. Du brauchst einen Kammerjäger? Yep, ganz richtig. Zuerst dachte ich, die Typen machen irgendwie so schräge Kunst, aber die führen da definitiv was im Schilde. Scheint so. Sind die Kerle noch da draußen? Vor ein paar Minuten waren sie es noch. Schwer zu übersehen. Achte auf die Ohren. Danke für den Tipp. Hey, ich gehöre jetzt zu euch. Kriege ich dafür jetzt auch was? Hast du einen Spitznamen? Snickerdoodle. Echt jetzt? Nein, sondern Facefuck. Okay, Moment. Echt jetzt? Nein, Snickerdoodle war schon richtig. Aber nenn mich Snick. Lange Geschichte. Frag nicht. Hey. Hacker-Leute mit Rattenmasken. Die sind auch alle oben. Ne, einer ist auch da. Lassen wir sie ausbluten. Yep, Rattenmaske. Ach, die kennen wir ja auch noch aus dem ersten Teil. Lasst eure Zielpersonen das Formular folgen. Und sie Logo-Gebäude zurückbringt. Sie sind die ersten Beispiele, die ersten, die vorstellen. Also versteckt sie nicht. Okay. Ich kann also sagen, ich zur Drogerie, um zu kaufen, Gras gegangen. Aus dem Weg, Junge. Unhöflich. Ah, dann gehen wir aus dem Weg. Aha. Nein, das glaube ich nicht. Ja. Solchen Datenfrag gibt ihnen die Maske. Die meisten Leute werden sie erkennen, sagt ihnen, sie kriegen alle eine für die Teilnahme. Sie müssen sich wie ein Teil der Community fühlen, bevor wir sie weiter drängen. Gruppengefühl für ein mächtiges Hilfsmittel. Bla bla bla. Okay. Am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Meine Schuld. Oh, das ist cool. Ich gebe eine große Party und würde gerne mehrere Dutzend chinesische Baozis bestellen. Kein Problem. Aber ich bin etwas... Ich verstehe überhaupt nichts von Basketball. Es ist mir ehrlich gesagt egal. Aber die Tech... Fantastisch. Soll das ein Witz sein? Ich darf hier nicht rein. Guck mal, ob der überhaupt da ist. Ja, da sitzt er. Wo rekrutierst du gerade? MoMA, hol mir die Künstlertypen, du. Arbeite an der Basis, hab einen nördlich der Brücke gekriegt. Drei Amt beim Stadion, cool. Ich hab was über die Ordinate Academy. Ray, ich glaub nicht, dass die mit Default in Verbindung stehen. Die borgen sich nur seine Bilder, seit er verschwunden ist. Du weißt doch nicht zufällig was darüber, oder? No, absolut nichts. Aha. Sieht aus, als würden die Typen erst eine Runde Follower rekrutieren, dann so viele private Daten wie möglich über sie sammeln und am Ende veröffentlichen sie alles. Als Beispiel für Leute, die frei von Geheimnissen sind. Ja, nur dass dieser Jeder ist ein offenes Buch-Scheiß nicht so gut kommt, wenn man nur eine Handvoll Leute bloßstellt. Die sollten lieber Silicon Valley ins Visier nehmen.
Ich muss schon sagen, Defords Maske passt perfekt zu diesen Idioten. Ich muss rausfinden, wo die sich treffen. Angeblich haben die eine Location beim Stadion südlich der Brücke. Eine Art Gebäude mit Silos. Josh? Das fragst du mich? Du hast es schon gefunden, oder? Ja, ich habe einen Treffer. Ich schicke ihn dir zu. Danke. Ich musste jetzt den Camaro nehmen, ey. Wo ist das denn? Da, ne? Ja. Immer wieder witzig, ehrlich, ey. Das schon alleine deswegen liebe ich das Spiel. Ups. Ach, da ist so ein Drohnenrennen. Guck mal an. Ah, das war klar. Das habe ich schon von Weitem gesehen, dass ich das nicht packe. Aha. Lila. Lila Bila. Muss ich denn? Na gut, hier kann ich rein. Da rein? Wie komme ich denn da rein? Bin ich vielleicht falsch rum? Entschuldigt. Entschuldigt, Leute. Entschuldigt, entschuldigt, entschuldigt. Ich glaube, ich bin falsch rum. Oder? Oder muss ich... Ah, nee. Lass mich mal gleich direkt gucken, wie ich hier hochkomme. Von der Seite hier. Ah, das kann ja nicht nur von der Seite sein. Das muss ja auch von der Seite irgendwie möglich sein. Guck mal da an. Ah, ich sehe da schon was. Nee, es ist nur diese Seite. Das ist ja blöd. Toll, dann muss ich nochmal andersrum. Ach, ich wollte gerade sagen, jemand hat mein Auto geklaut. Dem ist aber nicht so. Ich fahre ja schon. Na, von hier aus müsste ich jetzt raufkommen. Da lang, da lang, da lang. Okay, sieht doch nicht gut aus. Doch, von hier. Ich schaue mir jetzt die Ordinate Academy an. Ist kleiner, als ich gedacht habe. Mal sehen, ob ich einen Weg finde, sie auszuschalten. Du
Das hört man doch gerne. Und haben wir sie gehackt? Ich denke schon. Jetzt zerstöre die Ausrüstung der Akademie. Okay, ich habe bei den Ratten einen Haufen Dreck über die neuen Rekruten gefunden. Ich habe alles gelöscht und noch besser. Ich weiß jetzt, wo ihr Krempel ist. Wäre doch schade, wenn was davon beschädigt würde. Ja, tragisch. Oh. Neutralisieren. So, hier steigen wir aus, hier packen wir. Ich bin beim Lager der Ordinate Academy. Machen wir mal was kaputt. Wäre cool, wenn man diese verdammten Masken nicht wiedersehen müsste. Ich tue, was ich kann. Da ist ein Hund. Ich möchte dem Hund absolut nichts tun. Gott, der wird mich doch riechen. Oh je, nein. Ach, Hundi. Oh, ich möchte dem nichts tun, ey. Machen wir das mal so, weil dann ist der Hund nämlich auch abgelenkt. Wenn dann was passiert, dann kann ich nichts dafür. Nur ich persönlich möchte dem Hund nichts tun. Ich gehe auch aus dem Weg. Wo? Ich heb hier nur das Geld auf. Oh mein Gott, das arme Tier, du Mörder. Ist jetzt... Ach, der ist tot durch ein... Oh mein Gott, traurig. Aber ich war's nicht. Also nicht direkt, ich war's nicht. Oh Gott. Ah, schönen guten Tag. Alles fit? So weit, so gut. Alles Klärchen hier so. Hm? Ja. Schön, ne? Nehmen wir mal... Dein Ding hier. Wie soll ich das jetzt neutralisieren? Hier drüben, Agent getroffen. Wer möchte Spaß haben? Yo, ich bin ganz Ohr. Wir haben einen Primaten bei dir mit all den vertraulichen Daten, die befreit werden müssen. Dein Profiler wird dir die ID des Primaten liefern, aber du hast nicht viel Zeit. Ich seh's mir an. Und, wie läuft das Affenbusiness? Die bleiben nämlich nicht lange. Ja, danke dir. Ich bin dran. Ich verstehe nicht, wie ich die neutralisiere, wie ich das jetzt...
Ah, scheiße. Das funktioniert so nicht. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Hä? Neutralisieren, aber wie? Bitte? Wie zerstöre, aber wie? Das CTOS überwacht die Situation. Die Polizei ist unterwegs. Ah. Ah. Gründlich. Diesmal entkommt er nicht. So vielleicht? Ja. Jetzt schleiche ich mich langsam davon. Und mache kehrt. Wunderschön. Ray, die Ratten sind ausgerottet. Tja, ihre Ausrüstung jedenfalls. Du hast die Schwänze gekappt, aber diese Volltransparenz-Fanatiker werden immer mehr. Die suchen schon bald nach neuen Opfern. Der Zack wird bereit für sie sein. So, wir haben letzter Dollar noch. Das ist hier, renn von einem Automaten zum nächsten Geldautomaten und dann zum nächsten Geldautomaten, bla bla bla. Ich kann das ja mal einmal anfangen, dann könnt ihr sehen, wie das ist. Dann haben wir hier diese AK-Challenge, das ist ja dieses Rennen mit diesem kleinen Auto. Dasselbe wird es dann wahrscheinlich auch mit der Drohne geben. Dann haben wir hier wie gemalt, renne von dem Ort zu dem Ort und bemale da alles. Diese Online-Dinger werde ich eh nicht machen. Ja, dann die ganz große Hauptmission ist ja hier Blumen erledigen. Auge im Auge ist jetzt unsere nächste Hauptmission. Dann gibt es natürlich noch hier diese Driver-Sachen hier. Mach hier so ein Driver-Ding und all sowas hier. Ist den einen abholen für den anderen. Fahre sie schnell zu den Orten, machen wir oder große Sprünge und zwar viele, muss überall hinfahren können, schnell fahren. Also das ist, okay, das gibt natürlich Kohle. Späte Hochzeit. Hochzeit, spät dran, Hilfe. Das mache ich. Aber dazu brauche ich schon etwas Gutes. Was? Hey, Alter. Na gut, du reichst auch.
Die werden wir mal kurz machen. Die Kiste schwimmt total auf der Straße, ey. Jetzt mal anders. Für was haben wir das denn? Auto auf Abruf. Wie fühlt es sich an, blöder als blöd zu sein, hä? Maske. Ach so, da habe ich dieses Deathsack-Ding freigeschaltet. Arschloch. Standard ja leider nur eins. Nee, zwei. Nudelauto. Wir haben wieder 10 Punkte. Zwei kann ich nicht viel reißen. Okay, unser Auto kommt wohl nicht zu uns. Wir müssen es abholen. Was für mich überhaupt kein Parken ist. Also das ist... Nee, ihr steht ja echt super hier. Was soll das denn? Nee. Yeah. Doch mal. So einen Scheiß brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Warum geht's jetzt hier nicht? Ach, das ist mein Wagen, den ich da abgestellt habe. Bringen wir die Lady doch mal zur Hochzeit. Los, los, los! Bloß nicht bremsen! Okay, aber... Bloß nicht! Wissen Sie, wie hoch die Anzahlung für die Limo war? Irgendeine Ahnung? Nein. Hoch? Hoch! Genau so viel war's. Ja. Gott! Wieso klappt eigentlich nie was? Keine Limo, die Schwiegereltern und das falsche Kleid! Alles sollte perfekt sein. Alles war geplant. Und nichts hat geklappt. Oh Gott. Und wegen all dem haben wir gestritten. Tja, lieben Sie ihn? Ich weiß nicht. Hä? Schätze schon. Ja, aber natürlich. Kommt's denn nicht nur darauf an? Dann ist der andere Mist doch völlig egal. Nicht unbedingt. Nicht bei einer Frau.
Hochzeitskleid ist das A und O. Und eine Hochzeit muss perfekt laufen. Also ich kann sie vollkommen verstehen. Ich wäre auch angesickert. Positiv denken. Wir sind da. Puh, okay. Okay, alles gut. Hey, jetzt gehen Sie da rein und werden glücklich. Okay, danke. Führerschein, Straßenkönig, Straßenkrieger, Fahrlehrer. Aha. Verdiene 11 Sterne mehr und werde zum Fahrlehrer. Führerschein aktuell 10. Na, ich hab den Typ geheiratet. Sie haben mich gerettet. Juhu. Ach, das ist ja schön. Ach, ich glaube, da machen wir noch eine, oder? Möglichst keine Aufmerksamkeit erregen. Schnell. Oh, werdende Väter. Heute ist es soweit. Wir müssen rechtzeitig ankommen. Oh ja. Das möchte ich machen. Das ist aber sehr weit. Ach so, und dann ist die Schnellreise aber nicht verfügbar. So, den Vater bringen wir da noch hin. Oh mein Gott! Los, steig ein. Vater. Oder werdender Papa. Hallo. Bringen Sie mich zur Klinik sofort. Jonah, bist du im Taxi? Bin schon unterwegs, Matt. Wir kriegen ein Baby. Herzlichen Glückwunsch. Ich bringe Sie so schnell wie möglich hin. Junge oder Mädchen? Ein Mädchen gibt ihr großes Debüt auf der Bühne des Lebens. Süß. Alissas Wehen kommen immer schneller nacheinander. Oh mein Gott, ist das gut? Schlecht? Was bedeutet das? Das ist gut. Sollten Sie noch das Video ansehen? Mir ist übel geworden. Ich gebe mein Bestes. Habt ihr schon einen Namen ausgesucht? Clementine. Schön. Erinnert mich an The Walking Darauf Dead. Haben mein Partner und ich so lange gewartet. Wie lange sind sie schon zusammen? Seit 3 Jahren verheiratet. Aber er meint, es fühlt sich schon wie ewig an. Ich meine, im positiven Sinn. Na, herzlichen Glückwunsch zum ersten Kind. Gott, ich hab vielleicht Angst.
Ach, wie süß. Zwei Schwule, die ein Kind adoptieren oder per Leihmutter. Oh, so süß. Alter, geh. Da sind wir. Ich bin so nervös. Mir ist schlecht. Mit dir auch alles gut? Hab ich doch gesagt, alles gut, alles gut. Bei dir auch alles gut? Gut. Aha. Hm. Cool. So, meine Lieben, ich muss mich jetzt aber verabschieden. Mhm. Und sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja.